Hallo, in diesem Video wollen wir uns mit Gerschkurin-Kreisen und zwar einer komplexen Matrix beschäftigen. Dafür nehmen wir die Matrix A, 3 plus 8i, 0, minus 3i, minus 1 plus 6i, 4 plus 2i, minus 3i, 6i, 0 und 3 minus i. Warum sollte man da jetzt dran interessiert sein? Die Gerschkurin-Kreise sind nützlich, da man mit deren Hilfe abschätzen kann, wo sich die Eigenwerte befinden. Das heißt, wir bestimmen nun die Gerschkurin-Kreise. Um etwas über die Eigenwerte aussagen zu können. Es gibt dazu noch ein anderes Video, das ist etwas theoretischer. Da wird dann genau erklärt, warum, wieso. Und hier in dem Video beschäftigen wir uns eher damit, sie einfach nur tatsächlich mal auszurechnen. Gucken wir uns an. S1 ist nun der Kreis, der um das erste Element der ersten Zeile gespannt wird. Das heißt, als Mittelpunkt hat der 3 plus 8i und als Radius hat er dann die Beträge der Zeilensumme abgesehen von dem i-ten Element, also in diesem Fall dem ersten. Und das ist in diesem Fall 3. Für S2 kriegen wir hier als Radius minus 1 plus 6i und dann nochmal plus minus 3i. Das heißt, das ist das gleiche wie 3 plus, vorne haben wir dann die Wurzel aus 1 plus 36, also 3 plus Wurzel aus 37. Das ist übrigens ungefähr 9. Das heißt, unser zweiter Kreis, S2, ist dann der Kreis um 4 plus 2i und Radius 3 plus Wurzel 37. S3 ist der Kreis um den Punkt 3 minus i und hat hier Radius 6. Gut, jetzt haben wir das alles schon mal ausgewertet und müssen nun nur noch die Kreise zeichnen. Das ist hier freihändig am Tablet nicht mehr ganz einfach, aber ich versuche es möglichst ordentlich zu machen. Wir haben zunächst unseren Kreis 3 plus 8i. Das ist ungefähr hier der Mittelpunkt und da ein Radius 3 drum. Dann haben wir 4 plus 2i, also ungefähr hier, und einen Radius von ungefähr 9. Und dann zuletzt haben wir noch 3 minus i, das ist ungefähr hier. Und da ein Radius 6 drum. Nun sehen wir, hier sind die Kreise und wir wissen, dass alle Eigenwerte innerhalb dieser Kreise sind. Tatsächlich sind die Eigenwerte von A gegeben durch 3 plus 2i, 3 plus 5i und 4 plus 2i. Das heißt, 3 plus 2i ist ungefähr hier. Schreiben wir mal A1 dran als erster Eigenwert. Dann 3 plus 5i ist ungefähr hier. A2 und 4 plus 2i ist dann tatsächlich sogar dieser eine Punkt hier. Wir sehen also, die Eigenwerte sind tatsächlich in den Kreisen enthalten und das sind sie auch, wenn man das ganz akkurat zeichnet, immer noch.